Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen App-Check. Für diese Folge musste ich die App gar nicht selbst heraussuchen, sondern Wondershare hat mich gefragt, ob ich nicht mal die App Dr. Phone bzw. die Apps, die zum Paket gehören, testen möchte. Das habe ich natürlich getan. Was die App und besonders das Datenwiederherstellungsfeature kann, seht ihr nach dem Intro. Mein Name ist Tim, viel Spaß! Dr. Phone von Wondershare hat zahlreiche Funktionen, die ich euch auch kurz vorstellen will. Bei allen geht es darum, Daten von iOS-Geräten zu sichern oder komplett vom Gerät zu löschen. Das Ganze sicher und mit einer einfachen Benutzeroberfläche. Kommen wir zur ersten großen Funktion, bei der man ein Backup von seinem iOS-Gerät machen kann. Einfach das iPhone anschließen, auf dem Gerät bestätigen und es kann schon losgehen. Eine sehr gute Funktion ist, dass nicht automatisch von allen Dateien auf dem iPhone ein Backup erstellt wird, sondern man auch nur bestimmte Dateien auswählen kann, die gesichert werden sollen. Die Daten werden zudem in einer Vorschau angezeigt. Mit dieser Funktion kann man auch einzelne Dateien exportieren. Die nächste Funktion möchte ich ein bisschen genauer vorstellen und ist für alle sehr hilfreich, die keine Lust haben, in regelmäßigen Abständen ein Backup zu erstellen. Mit der iOS-Datenwiederherstellung lassen sich auch bereits gelöschte Daten wiederherstellen. Dazu ist nur ein einmaliger Scan des iOS-Gerätes nötig. Zudem kann man sein iCloud oder iTunes Backup selektieren und muss so nicht alle Dateien, die im Backup enthalten sind, übernehmen. Auch hier kann man sich eine Vorschau der Dateien anzeigen lassen. Als erstes muss man sein iOS-Gerät via USB am Mac anschließen. Nach kurzer Zeit erscheint auf dem iPhone die Frage, ob man dem Mac vertraut. Hat man diese beantwortet, verbindet sich Dr. Phone automatisch mit dem iPhone und man kann die Daten auswählen, nach denen man sucht. Mit einem Klick auf dem Start-Button wird das iPhone nach noch zu rettenden Dateien durchsucht. Bei mir hat die Suche ca. 1 Minute 30 gebraucht. Dies richtet sich aber nach der Datenmenge, die sich auf dem iPhone befindet. Und das war es auch schon, denn jetzt öffnet sich eine Übersicht mit allen Daten, die wiederhergestellt werden können. Links kann man das Ergebnis nach Datentyp sortieren und oben rechts befindet sich auch eine Suche. Die Dateien, die man wiederherstellen möchte, können jetzt ganz einfach ausgewählt werden und anschließend wiederhergestellt werden. Es ist schon erschreckend, wie viele Dateien, die man eigentlich gelöscht hat, wiederhergestellt werden können. Um das zu verhindern, bietet Wondershare auch ein eigenes Programm an, auf das ich später noch einmal eingehen werde. Auch iOS hat zwischendurch mal kleine Fehler. Leider muss man, um diese zu fixen, oftmals das ganze System neu aufsetzen. Gerade wenn man vorher kein Backup gemacht hat, kann das schnell nervig werden. Mit der iOS-Systemwiederherstellung kann man viele Probleme lösen, ohne das iPhone direkt komplett zurücksetzen zu müssen. Lösbare Probleme sind hier zum Beispiel: iPhone startet endlos neu, iPhone hängt sich im Wiederherstellungsmodus auf oder wenn das iPhone nicht mehr entsperrt werden kann. Laut Nutzerbewertung soll die Lösung des Problems auch ziemlich zuverlässig funktionieren. Aber genug von Tools, die Daten retten, kommen wir zu den Tools, die Daten entfernen. Hier gibt es zwei Stück. Der Privatdatenentferner sucht nach Daten, die selbst nach der Löschung wiederhergestellt werden können. Auch hier kann man Dateien wie Fotos, Kontakte und so weiter selektiv auswählen und vom Gerät löschen. Wenn aber alle Daten gelöscht werden sollen, weil man zum Beispiel sein iPhone verkaufen will, nutzt man am besten den Komplettentferner. Dieser entfernt alle Daten, auch die in Unterverzeichnissen, wo oftmals wichtige Banking-Daten gespeichert sind. Kommen wir zum Fazit. Dr. Phone von Wondershare hat eine Menge Funktionen. Das Programm gibt es sowohl für Windows als auch für OS X. Das ist gerade praktisch für iPhone-User, die kein OS X benutzen, um leicht Backups von ihren iPhone zu machen oder bereits gelöschte Dateien wiederherstellen möchten. Auch wenn ich meist iPhone gesagt habe, funktioniert das Programm auch mit allen anderen iOS-Geräten, wie zum Beispiel iPads oder den iPod Touch. Das Ganze hat natürlich auch seinen Preis, der Vorteil ist aber, dass die Funktionen einzeln erworben werden können. Die Programme sind auf jeden Fall das Geld wert. Mir gefallen am besten die Funktionen, um seine Daten wiederherzustellen, wenn man, wie ich, vorher kein Backup gemacht hat. In der Beschreibung sind nochmal alle Links zu den verschiedenen Funktionen. Dort könnt ihr euch auch die verschiedenen Programme einfach mal downloaden oder euch in Ruhe alle Funktionen durchlesen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, das wird schon nächste Woche sein. Tschüss.